Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Tja, wieder ist ein Monat rum. In diesem Video möchte ich euch die Zahlen präsentieren, die mein Balkonkraftwerk oben erzielt hat, und zwar Monat Oktober. Was habe ich oben auf dem Flachdach meiner Garage? Die Stammzuschauer unter euch wissen es ja, ich habe zweimal das Yuma Flat 800 Pro auf dem Flachdach stehen. Das Ganze ist in ein Balkonkraftwerk implementiert worden, sprich, wir haben hier ein großes 1600 Watt Balkonkraftwerk, welches aber natürlich auf 600 Watt Gesamtleistung gedrosselt ist. Ich blende euch hier mal wieder meinen Monitor ein vom Handy, dann seht ihr das einfach auch. Tja, hier seht ihr schon, ein bisschen wenig, wa? 1,73 Wattstunden. Nein, Quatsch, das ist jetzt aktuell. Wir sind im Monat November. Wir gehen jetzt mal hier auf den Monat Oktober. Das ist jetzt der Monat Oktober. Der Gesamtertrag liegt hier bei 45,27 Kilowattstunden für den Monat Oktober. Ihr müsst aber wissen, ich habe hier einige Probleme. Und zwar Südrichtung, das Nachbarhaus, dann hinter mir der Wald. Die Sonne ist sehr selten noch auf dem Flachdach. Und dafür ist dieses Ergebnis, muss ich sagen, eine absolut super Geschichte. Ihr seht aber auch dort zwei richtig starke Einbrüche und die möchte ich euch mal eben kurz erklären. Leistungseinbruch Nummer 1. An diesem Tag habe ich den Speicher von meinem Balkonkraftwerk, das ist hier das System Zendur Solar Flow, habe ich hier in den Abstellraum meiner Garage umgebaut. Das heißt, wir haben hier die Leitungen, die Strippen neu verlegt, komplett neue Kabel gekauft. Das habe ich an dem Tag gemacht. Ich zeige euch das mal eben von außen. Ich wollte hier kein Loch bohren. Ich bin hier einfach durch eine Entlüftungsblende durch und habe die Kabel hier nach oben verlegt. Natürlich war die Anlage in dem Moment den gesamten Tag fast aus. Leistungseinbruch Nummer 2. Was ist denn da wohl passiert? Und an diesem Tage habe ich den Speicher von meinem Balkonkraftwerk einfach erweitert. Davon habe ich ja auch ein Video gemacht. Das seht ihr jetzt gerade oben in der Ecke, wie man hier den Speicher richtig erweitert. Und so eine Videoproduktion, ja, das ist ein Tag. Da war die Anlage fast den gesamten Tag komplett abgeklemmt. Und jetzt schauen wir mal auf das Gesamtergebnis. Ich kann euch das hier nicht in der MyStrom-App zeigen, weil ich diese App, ich meine, im August neu installieren musste. Dementsprechend zeige ich euch das in der Heumals S-Installer App. Und hier haben wir einen Gesamtumsatz von 440,3 Kilowattstunden. Ich habe mit dem Aufbau des Balkonkraftwerkes Mitte Juni erst begonnen. Und dafür Hut ab, den die Aufrüstung auf 1600 Watt war, meine ich, erst Mitte August oder sowas. Dafür 440 Kilowattstunden, ein absolut überragendes Ergebnis. Ich muss sagen, der Kauf der Balkonkraftwerke war für mich eine richtig gute Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Ich habe die ja bei der Firma Yuma gekauft. Firma Yuma hat für mich den großen Vorteil, das ist eine Firma aus Deutschland. Die haben ihren Sitz in Köln. Ich habe hier keine Probleme mit einem eventuellen Garantiefall. Habe ich bisher noch nicht gehabt, das System läuft einwandfrei. Aber wenn ich was habe, was soll ich mich mit dem europäischen Garantierecht auseinandersetzen? Nö, ich habe meinen Ansprechpartner, Firma Yuma, Sitz in Köln. Wenn ihr auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk aktuell seid, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein Gutscheincode, da bekommt ihr richtig attraktive Rabatte. Schaut es euch mal an. Das war mein kurzes Update-Video. Wie viel hat mein Balkonkraftwerk im Monat Oktober produziert? Ich hoffe, die Zahlen sind zufriedenstellend für euch. Ich bin begeistert. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt diese in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos.